Herzlich willkommen bei Salzgitter vor Ort, Ihrem Monatsmagazin mit Berichten aus Salzgitter. Mein Name ist Hubertus Wesemann und das sind unsere Themen. Integrationsturnier. 8 fußballbegeisterte Mannschaften traten in der Amselstieghalle von Salzgitter gegeneinander an. Vorschau. Das Komitee Bürgerfeste gab einen Überblick über die Planung zum diesjährigen Altstadtfest. Landkarte. Der Arbeitskreis Stadtgeschichte sammelt Informationen zu historischen Orten in der Stadt. Wir beginnen zunächst mit einigen Kurznachrichten. Trotz einiger Baustellen in der Innenstadt. Vom 11. März bis 2. April 2017 hatte die Werbegemeinschaft City Lebenstedt ihren Kunden wieder einmal den roten Teppich ausgerollt. Mit zahlreichen Aktionen in der Innenstadt und in diesem Jahr ganz neu einem Streetfood Open Air war für Unterhaltung und Spezialitäten aus aller Welt gesorgt. Ein verkaufsoffener Sonntag erlaubte bei schönstem Wetter das Bummeln entlang der Fußgängerzone. Doch am Essen kam hier niemand vorbei. Am Sonntagnachmittag waren viele Stände restlos ausverkauft. Ein guter Start in den Frühling, unter anderem mit Deko und Zubehör für das Osterfest. Auch im City-Carré beteiligten sich zahlreiche Geschäfte. Hier zeigten Erwachsene und Kinder die aktuellen Outfits im Rahmen von Modenschauen. Die Kombination der Laufstegaktion mit dem Streetfood Open Air hat sich bewährt. Eine gute Idee, die sich zur Wiederholung im kommenden Jahr geradezu anbietet. Projekt Sicherheit an der integrierten Gesamtschule Salzgitter. Einmal ganz hoch hinaus ging es für die Schülerinnen und Schüler der 5E der IGS Salzgitter. Im Rahmen eines Projektes zum Thema Sicherheit setzte sich die Klasse mit dem Thema Feuerwehr auseinander. Beim Besuch der Berufsfeuerwehr in Salzgitter-Lebenstedt erfuhren sie, dass diese nicht nur bei Bränden, sondern auch bei Unfällen und gesundheitlichen Notfällen ausrückt. Das Projekt Sicherheit ist im 5. Jahrgang der IGS fest verankert. Im Unterricht, aber auch an verschiedenen anderen außerschulischen Lernorten wird gezeigt, welche Gefahren im Alltag bestehen und wie sie gemeistert werden können. Auf dem Projektplan stehen neben der Feuerwehr auch Handynutzung, Datenschutz und Cybermobbing. Umbauarbeiten gehen seit Ende April auf die Zielgerade. Die 2015 beschlossene Sanierung und Umgestaltung der zentralen Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt geht ihrem Ende zu. Während zwischen Post und Rathaus noch Grundlagen gelegt werden, ist vor der Schröder-Passage bereits der neue Gehwegbelag in Arbeit. Auf Höhe der Einmündung Gotha-Straße kann man schon erkennen, welche neuen Perspektiven diese Fußgängerzone bieten wird. Laut Stadtverwaltung soll Anfang Juli 2017 alles fertig sein. Dann können Anwohner und Gewerbetreibende aufatmen und Fußgänger die neue Promenade endlich einmal selber ausprobieren. Wenn Worte nicht ausreichen, ist Sport ein gutes Mittel der Verständigung. Die Regeln von Fußball zum Beispiel sind international. Spaß und Mannschaftsgeist entstehen fast automatisch. So auch in der Amselstieghalle von Salzgitter-Lebenstedt. Beim ersten Integrationsfußballturnier hat unser Praktikant Nur Al-Hussein übersetzt, mitgespielt und am Ende Handyfilme sowie Fotos eingesammelt. Um uns von diesem Tag zu berichten, Film ab! Sport und dabei insbesondere Fußball ist ein wichtiger gesellschaftlicher Bereich zur Integration von Menschen aus anderen Ländern und Kulturen. Diese Idee ist von der Stadt Salzgitter und dem Kreissportbund sowie dem TSV Salzgitter aufgegriffen worden. Am Samstag, den 1. April, war es dann endlich soweit. Das erste Integrationsfußballturnier fand in der Amselstieghalle statt. 8 Teams wurden dafür angemeldet. Die Gallia vom TSV Salzgitter, Feuerwehr and Friends mit den Bürgermeistern Stefan Klein und Marcel Bürger, der erste internationale Sportverein Fredenberg, das Team ZU Hallendorf, Zentralunterkunft Hallendorf an der Nord-Süd-Straße, Avista Fredenberg und aus der Trainingsgruppe von Harald Windchen stellte Mohammad Harmusch die 3 Mannschaften Al-Aqsa, Atletico Salzgitter und United Salzgitter zusammen.
Es wurde jeder gegen jeden gespielt, damit keine Mannschaft ausscheiden musste und so alle Mannschaften die gleiche Anzahl an Spielen hatten. Das Schiedsrichterteam konnte sich insgesamt über faire Spiele freuen. Es blieb bis zum Ende spannend. Erst in der 26. Partie konnte United Salzgitter den Turniersieg für sich verbuchen. Organisiert wurde das Turnier von Uwe Pronciono, TSV Salzgitter, Jens Oliver Bludau, KSB, Henning Loss, Stadt Salzgitter, Mohammed Harmusch, Atletico Salzgitter und Harald Windchen. Die Abschlusstabelle zeigt: auf dem ersten Platz United Salzgitter mit 16 Punkten. Auf den Plätzen 2 bis 5 Al-Aqsa, Atletico Salzgitter, Avista und TSV Salzgitter mit jeweils 12 Punkten. Sechster Platz: erster internationaler Sportverein Friedenberg mit 8 Punkten. Siebter: Feuerwehr and Friends mit 4 Punkten und 8er ZU Hallendorf mit 3 Punkten. Wer gewinnt der Platz? Wir sind Atletico Salzgitter. 12 Punkte, 10 zu 7 Tore. Spielern und Organisatoren hat das Turnier viel Spaß gemacht und alle waren sich einig, dass beim ersten Integrationsturnier 8 Sieger vom Platz gegangen sind. . 2018 soll ein zweites Integrationsfußballturnier stattfinden. Eine andere Art, zusammen eine schöne Zeit zu verbringen, ist das gemeinsame Feiern. Unter den vielen Veranstaltungen Salzgitters ist es das jährliche Altstadtfest, das jedes Mal wieder Tausende in unsere Stadt zieht. Die Mitglieder des Komitees Bürgerfeste gaben bereits einen kleinen Vorgeschmack. Im kleinen Rathaus von Salzgitter-Bad stellte das Komitee für Bürgerfeste das Programm für das diesjährige 42. Altstadtfest vor. Dieses steigt vom 16. bis 18. Juni in der gesamten Altstadt von Salzgitter-Bad. Auch im Jubiläumsjahr der Salz- und Stahlstadt haben die Veranstalter wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Anke Brennecke, Christian Dietzel, Norbert Rotbrust und Carola Griesbach vom Komitee für Bürgerfeste sowie Jens Bogdan vom Fachdienst Kultur informierten im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema. Der erste Vorsitzende Norbert Rotbrust versprach insgesamt 9 Bühnen mit Live-Musik und interessantem Programm. Organisator Christian Dietzel stellte zunächst die traditionellen Auftaktveranstaltungen des Festes vor. So gibt es am Mittwoch, den 14.06., ein Konzert in der St. Marie-Jakobi-Kirche und am Donnerstag, den 5.06., den kulturellen Auftakt mit der SketchUp-Gruppe unter dem Titel Comedy First. Zu den Highlights des Musikprogramms zählt am Freitag auf der Sparkassenbühne die Gruppe Replay mit Top 40 Hits. Am Samstag findet dort die große Beatclub-Nacht statt mit Moderatorin Uschi Nerke. Unter anderem sind The Lords und die Band Middle of the Road zu hören. Auf der Wohnbaubühne am Marktplatz treten am Freitag Me and the Heat auf, die bereits bei Veranstaltungen der Kleinkunstbühne in Salzgitter zu Gast waren. Darüber hinaus gibt es am Samstagabend die italienische Nacht
Ein italienischer Tenor sowie die Band I Dolci Signori werden Urlaubsatmosphäre verbreiten. Am Sonntag dann startet das Programm mit einem Country-Frühschoppen und am Abend sind The Spirit of Smokey an der Reihe. Für die Jugend bietet die Jugendmeile viel Sport und Spaß und nicht zuletzt die Jugendbühne, unter anderem mit dem Finale des Salzig-Band-Contestes. Unter der Regie der BEDA Sport und Freizeit GmbH tritt unter anderem Noah Levy auf, der bekannt ist aus der Sendung The Voice Kids. Und später Ado Kojo mit R&B im Stil der 90er Jahre. Jens Bogdan gab außerdem einen Überblick über die Highlights vom Sonntag, die seitens des Fachdienstes Kultur veranstaltet werden. Unter anderem Blues mit Reverend Rusty um 17 Uhr oder Patricia Von um 19 Uhr. Der Rummel, Kinderflohmarkt, Kaffee im Rosengarten, Graffiti-Aktion und bewährte Stände, auch mit Kaffee, Kuchen, Essen und Getränken, werden an den gewohnten Stellen zu finden sein. Für die Veranstalter geht es nach der Pressekonferenz wieder an die Arbeit. Weitere Informationen zum Fest auf der Internetseite www.komiteebürgerfeste.de. 224 Quadratkilometer, so groß ist das Gitter. Auf dieser riesigen Fläche finden sich auch zahlreiche Spuren der jüngeren Stadtgeschichte. Spuren suchen, Spuren finden, das ist das Motto eines neuen Projekts, dessen Ergebnis eine Geschichtslandkarte der Stadt sein wird. Zu diesem Thema hatten wir Elke Zacharias vom Arbeitskreis Stadtgeschichte zu uns ins Studio eingeladen. Herzlich willkommen bei TV38. Heute im Studio begrüßen wir Frau Elke Zacharias. Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen. Frau Zacharias ist die Geschäftsführerin des Arbeitskreises Stadtgeschichte, der sich mit der jüngeren Geschichte Salzgitters befasst. Das hört sich erstmal etwas kompliziert an. Sie machen aber auch viele Projekte, die diese ganze Geschichte etwas greifbarer macht, ne? Ja, der Verein wurde 1982 gegründet zum 40. Stadtjubiläum. Und das Thema war eigentlich immer Stadtgründung im Nationalsozialismus, aber ganz besonders eben auch die Geschichte der Konzentrationslager im Salzgittergebiet. Und das ist nun mal die jüngere Geschichte. Die hört aber nicht 1945 auf. Wir machen durchaus auch die Nachkriegsgeschichte und inzwischen sogar die 50er, 60er und 70er Jahre, denn die werden jetzt auch schon zur Geschichte. Jetzt feiert ja Salzgitter in diesem Jahr sein 75-jähriges Jubiläum und anlässlich dieses Jubiläums gibt es auch einige Projekte und Aktivitäten. Ja, anlässlich des 75. Stadtgeburtstages haben wir überlegt, dass wir eigentlich die Stadt als Ganzes einmal anschauen wollen. Wir machen schon seit weit über 25 Jahren immer alternative Stadtrundfahrten. Und inzwischen gibt es so viele Punkte, wo man etwas erzählen kann, dass man ja stundenlang unterwegs sein könnte. Und unsere Idee ist, dass wir das eigentlich mal verschriftlichen wollen und einzelne Routen zu unterschiedlichen Themen vorbereiten. Das wollen wir natürlich nicht nur mit dem Material machen, was uns schon immer vorliegt, sondern wir sind der Meinung, eine Stadt lebt von den Bürgerinnen und Bürgern und von deren Engagement, von deren Erinnerungen, von deren Wissen. Und das wollen wir gerne in diesem Projekt alles zusammenbringen. In welcher Form soll denn das Projekt unter die Leute gebracht werden? Gibt es ein Buch, gibt es eine Karte, gibt es eine Internetseite? Also die Idealvorstellung ist, dass es langfristig nach und nach einzelne Karten gibt zu jeder Route, die wir entwickeln. Eine einzelne Karte und ein kleines Heft dazu, was am Schluss, wenn ganz viele entstanden sind, vielleicht in einem Schuber eine ganze Sammlung dieser Karten ergibt. Und wenn es sich irgendwie machen lässt, wäre es natürlich toll, wenn man sowas online machen könnte, also zusätzlich, damit man vielleicht auch unterwegs mal gucken kann, wo man gerade ist, ob da nicht irgendein interessanter Punkt ist, den man sich angucken kann. Die meisten haben ja heute ein Smartphone. Aber das, ganz ehrlich, liegt erstmal noch etwas in weiter Ferne, schon alleine wegen der Kosten. Also erstmal auf Papier. Erstmal auf Papier. Wie viele Punkte wird denn so eine Route umfassen? Das ist im Moment noch ganz offen. Wir haben auch gesagt, wir möchten ja ganz viele Leute zum Mitmachen bewegen. Und es werden immer neue Punkte dazukommen, jetzt in den Diskussionen oder wenn uns Leute, die interessiert sind, neue Orte nennen. Wir wollen erstmal anfangen mit Orten, auch die wir schon kennen, wo wir sowieso auch immer hinfahren, an denen man vielleicht zum Teil gar nichts mehr sieht.
Und wenn man dann aber da ist, ja, ein bisschen auch mit alten Fotos arbeiten. Die Routen sind ganz unterschiedlich lang und sie sollen auch, das ist ja in Salzgitter ein Problem, man kann ja nicht nur zu Fuß gehen, das sind die wenigsten Routen. Wir haben ja schon vor Jahren mal eine Fahrradtour entwickelt in so einem ähnlichen, ja, Konzept. Aber es sollen vor allen Dingen auch Routen mit dem Auto oder mit anderen fahrbaren Untersätzen sein. Und da kommt es dann eben darauf an, wie viel Zeit man von A nach B braucht. Auch das darf man in Salzgitter ja nicht unterschätzen, dass es manchmal doch einige Kilometer zu überwinden gilt. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Route haben, die heißen könnte Infrastruktur in der jungen Stadt, das ist eine, die wir uns mal so überlegt haben. Dazu gehört ja alles Mögliche, vom Kraftwerk über das Umspannwerk in Hallendorf vielleicht. Dazu gehören Bahnhöfe, auch das ist Infrastruktur. Die neu gebauten Schulen damals, Versorgungsanlagen. Und dann wollen wir natürlich nicht nur immer alles im Norden zeigen, wir wollen auch im Süden zeigen und am liebsten und im Süden. Und damit ist man natürlich bei einem relativ langen Weg, den man zurücklegen muss. Das ist jetzt im Moment noch der Punkt, wo wir gemeinsam diskutieren wollen mit Interessierten, die eben mitmachen möchten. Und wir sind selber gespannt, wie es funktioniert. Wir haben am 1. April diesen Jahres, direkt am Tag der 75-jährigen Stadtgründung, eine Bustour angeboten zu einzelnen Punkten, die uns ganz interessant erschienen. Wir waren 3 Stunden mit dem Bus unterwegs und haben nur einen Bruchteil dessen geschafft, was wir uns vorher vorgenommen hatten. Ein Mitmachpunkt ist zum Beispiel auch ausprobieren, wie lange verweilt man eigentlich an einem Punkt? Wie lange braucht man von A nach B? Also da gibt es ganz viel zu tun. Okay, einige Punkte sind also bereits bekannt, aber es könnten noch Punkte dazukommen, wenn die Zuschauer, ja, was muss das für ein Punkt sein? Also wir wollen natürlich zur Stadtgeschichte etwas machen. Und das heißt, es können ganz unterschiedliche Sachen sein. Nehmen wir mal das Beispiel wirklich aus der Kriegszeit. Es gab so viele Lager im Salzgittergebiet und bei vielen gibt es heute noch Baureste. Und viele Leute, die schon auch Eltern, Großeltern vielleicht auch hatten, die hier lebten, haben vielleicht auch noch alte Fotos, wo man das eine oder andere sieht, bevor es eben nicht mehr da war. Das sind so Sachen, wo wir eben auch darauf angewiesen sind. Oder überhaupt der Hinweis darauf, dass da irgendwo noch etwas steht, mit dem man vielleicht auch gar nicht selber, wo man gar nicht selber weiß, was es ist. Baureste und wo es sich vielleicht lohnt, einfach mal nachzuforschen, was war denn dort? Welche Zeit ist das so? Zeit der Stadtgründung oder gibt es da irgendwelche Jahreszahlen, wie man das eingrenzen könnte? Oder ist es im Prinzip egal? Könnte es auch 1984 sein? Naja, da sind wir uns selber noch nicht so ganz einig. Wir müssen es einschränken, das ist ganz klar, denn sonst ist es ein Endlosprojekt. Wir wollen natürlich erst einmal ein bisschen den Schwerpunkt auf Stadtgründung, das heißt aber auch schon 30er Jahre im Salzgittergebiet legen, bis in die Nachkriegszeit hinein. Es wird aber nach und nach auch zu anderen Punkten kommen. Denn viele dieser Bauten von damals sind ja auch nachgenutzt worden, noch jahrzehntelang. Also wir haben ja heute auch noch Baracken zum Beispiel, die auch heute noch benutzt werden. Und da kann man natürlich nicht sagen, okay, wir hören 1950 auf, da machen wir einen Schnitt. Wir sind da etwas offen. Was wir nicht wollen, ist einzelne Dorfgeschichten schreiben. Also das überlassen wir dann doch auch anderen Einrichtungen. Oder die ganz, ganz junge Geschichte der letzten 10, 20 Jahre, wo es dann wirklich keinen Bezug zur ursprünglichen Stadtgründung gibt. So viel kann ich jetzt schon einschränken. Ansonsten sind wir gerade noch etwas offen und einfach auch gespannt auf Themen, die auf uns zukommen. Aber es gibt ja zum Beispiel schon ein Beispiel auf der Internetseite. Ja, es gibt ein kleines Beispiel auf der Internetseite. Das ist der Gummibahnhof in Wartenstedt. Da hatten wir zum Beispiel auch die Idee, dass man bei der Geschichtslandkarte auch, wenn man eine Printversion hat, zum Beispiel doch auch auf das Internet zurückgreifen kann durch einen QR-Code. Das heißt, man scannt diesen QR-Code, kommt auf die Website und kann da dann auch schon mal ein bisschen was sehen. Und vom Gummibahnhof gibt es einige alte Fotos, aber es wird sicherlich noch mehr geben. Und das ist so etwas, wo wir sagen, wir sind auf sowas auch angewiesen. Die alten Fotos ist ganz interessant.
haben wir auch von vielen Salzgitteranerinnen und Salzgitteranern bekommen, die das erstmal gar nicht unbedingt als den Ort sehen auf dem Foto, sondern vielleicht, weil Tante Emma im Vordergrund steht und sich hat fotografieren lassen. Sie ist sicherlich auch interessant, aber für uns in dem Fall nicht so. Da ist es der Hintergrund. Und das ist etwas, wo wir wirklich die Menschen auch auffordern wollen, mal zu gucken. Ist denn vielleicht der Hintergrund, den man auf Fotos, auf alten Familienfotos sieht, etwas, was für uns hilfreich sein kann, auch zu illustrieren, was nicht mehr da ist? Denn am Gummibahnhof sieht man die Grundstruktur zwar noch, aber die ganzen Gebäude sind ja heute auch nicht mehr vorhanden. Okay, historische Orte sind gefragt und die Lokalzeitung schrieb was von Anekdoten. Ja, das Wort Anekdoten ist natürlich sehr schwierig. Wir würden nicht von Anekdoten sprechen. Es hat schon einen Hintergrund. Also wir werden auch prüfen, ob die Angaben, die uns Leute geben, die man uns macht, werden wir verifizieren, ob das wirklich historisch so war, also hätte so sein können. Natürlich gibt es aber auch Anekdoten. Das ist vielleicht das Wort, was ein bisschen stört. Es sind so persönliche Erinnerungen, würde ich mal sagen, von Menschen, die man auch einbringen kann. Denn es sind natürlich wirklich, es ist das Erleben der Bürgerinnen und Bürger und das sind manchmal einfach Anekdoten, die dann aber doch auch wieder oft einen ernsten Hintergrund haben. Also ich habe heute Morgen gerade ein Zeitzeugengespräch geführt und der Zeitzeuge hatte auch eine kleine Anekdote auch aufgeschrieben, hat aber einen ganz anderen Hintergrund. Es ging darum, dass in den 50er Jahren gerade die neue Fußgängerzone begrünt werden sollte, also mit Blumenbeeten und es sollte blühen. Und damit das Ganze schnell geht, hat man was schnell Blühendes genommen oder schnell Wachsendes genommen. Und was war dabei? Man hat aus Versehen auch Cannabispflanzen angepflanzt. Und das ist natürlich ganz witzig und eine Anekdote, hat aber ja doch den Hintergrund, man hat sich was, also nicht beim Cannabis gedacht, aber schnell grün, man will die Stadt schön machen. Das heißt also, es sind Anekdoten manchmal gar nicht so schlecht, wenn man dann daran weiterarbeitet, also auch Themen entwickelt und überprüft. Und man darf bei einer Stadtgeschichte oder auch bei der Geschichtslandkarte auch mal lachen zwischendurch. Also Anekdoten müssen nicht immer Zoten sein, aber manchmal ist eben auch Geschichte nicht nur ernst, also auch wenn man zur NS-Zeit was macht, sondern es gibt eben auch lustige oder ungewöhnliche Begebenheiten. Wie setzt sich denn das Projektteam jetzt zusammen? Also im Moment setzt sich das Projektteam aus Mitgliedern des Arbeitskreis Stadtgeschichte zusammen. Jörg Dreyer, ein Vorstandsmitglied von uns, und Horst Ludewig, er ist auch im Vorstand bei uns. Wir drei haben erstmal das engere Projektteam gebildet, um ja so Vorarbeiten zu leisten, die man leisten muss. Erstmal zu gucken, was ist eigentlich machbar, was stellen wir uns vor, und um ein bisschen die Wege ja zu ebnen und in Bahnen zu leiten. Aber in Zukunft soll es wirklich so sein, dass möglichst viele Ehrenamtliche nicht vielleicht am ganzen Projekt teilnehmen, sondern sich für einzelne Punkte verantwortlich fühlen. Das heißt, wenn jemand sagt, mich interessiert das Thema Schulen oder das Thema Lagerleben oder ein ganz bestimmter Ort, dann ist es auch schön, wenn jemand sich für diesen Ort verantwortlich fühlt. Oder es müssen gar nicht immer nur die inhaltlichen Sachen sein. Man kann auch sagen, ich würde gerne mitarbeiten, indem ich mich bereit erkläre, Kartierungen vorzunehmen oder Fotos zu machen von ganz bestimmten Orten, die andere wiederum vorgeben. Da ist wirklich so ziemlich alles möglich. Super. Gibt es einen Zeitplan? Wann soll die erste Route, der erste Pfad mit lauter Haltestellen in Salzgitter, wann soll der fertiggestellt sein? Naja, am liebsten würden wir in diesem Jahr noch eine oder vielleicht auch zwei Routen herausgeben. Nun ist es ja so, dass wir eben auch das ein oder andere schon gemacht haben. Und vielleicht gibt es ja wirklich die Möglichkeit, die noch ein bisschen zu ergänzen mit Material, was wir noch von den Leuten zur Verfügung gestellt bekommen. Aber diese ersten zwei Routen sollten in diesem Jahr schon noch erscheinen. Sobald wir uns geeinigt haben, wo Infopunkte sein können, kann man dann auch absehen, wie schnell können weitere Routen entstehen. Und das Spannende daran ist eigentlich, dass es so, wir nennen das inzwischen immer nicht Haltestellen, sondern Infopunkte,
dass man selber dann auch immer noch mal neue Infopunkte entdeckt und denkt, ach, das wäre jetzt aber auch schön, da was zu machen. Insofern sind Printversionen immer etwas schwierig. Aber da man sie auch noch ein bisschen ergänzen kann über digitale Medien, denke ich, ist sowas, es wird ein Projekt sein, was immer in Bewegung ist. Und wir sind auch gar nicht so unbedingt darauf aus, im nächsten Jahr schon die nächsten 5 Routen fertig zu haben, sondern wir wollen einfach ein Projekt haben, was langsam, aber dafür stetig und sicher wächst. Und vielleicht auch ganz viele Leute interessiert und auch neue Medien vielleicht einbindet. Wir haben zum Beispiel an 2 Punkten, gibt es auch Geocache-Punkte, wo wir gedacht haben, naja, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, Dinge untereinander zu vernetzen. Dinge, die es schon gibt, mit Dingen, die neu sind. Es ist einfach eine ganz spannende Geschichte, wo ich glaube, jeder sein Plätzchen findet, wo er mitmachen kann. Da haben wir ja das große Stichwort mitmachen. Wie kann man sich da einklinken? Gibt es da irgendwie regelmäßige Treffen? Am besten ist immer, man meldet sich einfach beim Arbeitskreis Stadtgeschichte Salzgitter. Wir sitzen im Medienzentrum der Wehrstraße 29. Und dann werden wir weiter sehen, wann die nächsten Termine sind. Wir wollen kleine Arbeitsgruppen, die arbeitsfähig sind, einrichten. Das heißt immer so die sich für ein Thema oder für einen Arbeitsvorgang interessieren, zusammenbringen und koordinieren. Und dann werden wir wahrscheinlich vom Büro aus auch die Termine koordinieren. Super. Also, haben Sie noch alte Urkunden, Fotos, Ideen, Anekdoten, Geschichten zu verschiedenen Plätzen in Salzgitter, melden Sie sich einfach bei Frau Zacharias und Ihren Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir würden uns sehr freuen. Wir versichern auch immer, dass wir alles sorgfältig behandeln und wir müssen auch gar nicht immer die Originale behalten, sondern heute geht es ja sehr schnell, etwas zu scannen oder überhaupt zu kopieren. Es ist ja manchmal wirklich die Angst zu sagen, oh, das will ich aber nicht abgeben, aber zeigen kann ich das mal. Und das ist manchmal schon ein guter Schritt. Zeigen kann ich das mal, gibt auch uns immer neue Ideen. Prima. Also, vielen Dank, dass Sie hier waren und viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Wir werden berichten, was daraus geworden ist. Ja, liebe Zuschauer, wir möchten Ihnen heute gerne zu unserer Rubrik Angeberwissen für Anfänger einen neuen Begriff erklären. Und das machen wir jetzt auch mal. Screenshot. Sie wundern sich sicherlich schon, warum ich hier eine Pistole in der Hand habe. Klar, einen Schnappschuss zu machen, das wäre das Einfachste, nur dann wäre mein Smartphone kaputt. Das geht natürlich auch anders. Wir haben eine normale handelsübliche Kamera und da möchten wir ein Foto machen und das verschicken. Ist ein bisschen umständlich, hier den Datenträger rauszuholen, woanders erst in den Computer zu stecken, das Ganze bearbeiten und dann erst versenden. Und diese Funktion können wir hier mit einem handelsüblichen Smartphone machen. Das möchte ich Ihnen gerne einmal zeigen. Dazu habe ich vorbereitet die Webseite von TV38, das Impressum. Das möchte ich gerne als Datei verschicken. Und ich drücke hier mal auf meinen Aus- und Einschalter, 2-3 Sekunden. Dann kommt hier die Funktion Bildschirmfoto erstellen, da drücke ich drauf. Und Sie sehen, das Foto ist erstellt worden und abgelegt auf den Ordner. Dann kann ich es jetzt verwenden per E-Mail, per WhatsApp oder SMS verschicken. Das zu dem Begriff Screenshot heute. Ich bedanke mich für Ihr Zuschauen, für Ihr Interesse und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Ihnen vor Ort in Salzgitter bei TV38. Danke.